Ja, hallo und herzlich willkommen, meine kleinen Orklinge. Es ist mal wieder soweit. Ja, wir wollen heute wieder fleißiglich Action machen. Ja, mal gucken, was wir denn alles so Schönes finden werden. Bin so ein bisschen gespannt. Ich weiß auch gar nicht mehr so direkt, wo wir denn waren. Ach ja, stimmt. Stimmt. Wir waren ja gerade wieder zurück bei unseren Homies, unserer Family, unseren Wurzeln. Und wollen ja jetzt verhindern, dass hier Schlimmeres passiert. Wobei ich die Befürchtung habe, dass Schlimmeres nicht mehr zu verhindern ist. So. Wir müssen es auf jeden Fall ja, die neutralisieren. Tolle Wurst. Damit die halt die nicht angreifen. Klasse. Ach, genau. Oh. Ja, dieser Mr. Lee ist schuld. Aber wie konnten die ihm trauen? Ganz ehrlich? Der hat denen auch irgendwas erzählt von wegen, ja, hier, rückidi-bukidi-bukidi-bu. Keine Ahnung, ich kann den Namen nicht aussprechen. Entschuldigung an der Stelle. Ist nicht böse gemeint, ne? Weil der Name ist echt, ja, es ist halt schwer, sich mit einem Helden zu identifizieren, dessen wahren Namen man nicht aussprechen kann. Finde ich so ein bisschen bescheiden, hätte man vielleicht was anderes wählen können. Connor ist ja schon ganz in Ordnung gewesen, aber das dann so zu machen, naja. So, komm, schnell, hier hinten ist noch einer. Aber ich wette, Mr. Lee hat sich garantiert auch gleich noch verkleidet. Immerhin scheint er unseren Homies auch Waffen gegeben zu haben. Wir sind natürlich dankbar für alles, was sie kriegen können. So. Das haben wir erledigt. Was ist da? Ah, ich wollte gerade sagen, da unten ist noch jemand. Das ist unser Kumpel. Oh, scheiße. Skana. Das ist nicht gut. Bitte was? Oh nein. Komm, ey, bitte. Scheiße. Fuck. Das. Ja, Tena. Das ist. So, dann schnell wieder zurück. Sorry für die kurze Unterbrechung. War ja nicht wirklich kurz, ihr habt es ja nicht wirklich mitbekommen. So. Charles Lee, Monmouth. Was hat der Hajib? Was soll man halt tun, was sie? Sie sind auch heute ein Patriot. Wenn er den Juni. Durant Saga. Was soll man auch sehen? Und doch, dann gehe ich am Material. Rund und Dio haben wir heute Quenium. Und wenn man geht, da ist ein Mann. Und die hat dann am Start und geht. Iwe reya na wandu taingwa ya tanu stadu ge. Ona wa sadresa yung jadaru. Ganz schön dramatisch, Na, unser Freund, den wir seit der Jugend her kennen. Und immer mit ihm zusammen waren und all solche Sachen. Und jetzt? Und ich kann mich nur langsam drehen. Ah, okay, jetzt geht's weiter. So, und nun? Ha. Gucken wir mal, wo wir als nächstes hin sollen. Gutes Gefühl habe ich nicht. Aber ich kann auch nicht plündern. Ich kann nur aufheben, aber. Scheiße, ey. Echt scheiße.
Das ist was, das hätte nicht sein müssen. Finde ich jetzt zumindest. Das ist echt doof. Vor allem Mr. Lee. Schon wieder einmal. Erst zündet er unser Dorf an, weshalb unsere Mutter stirbt. Dann sorgt er dafür, dass wir unseren besten Freund umbringen müssen, weil er irgendwie sonst sowas ihm für ein Ohr ins Floh ins Ohr gesetzt hat. Ja, also es wird nicht gerade besser. Und ich glaube, Mr. Lee muss sehr bald das Zeitliche segnen. Ist ein gefährlicher Mann. Und wir haben gemerkt, dass Haytham nicht wirklich Macht über ihn hat. So, ich gehe mal hier oben lang. Ich habe nämlich keinen Bock auf diese Wölfe an der Stelle. So, genau. Sehr schön. Scheiße. Na komm schon, schneller, schneller, schneller. Lauf, Forest! Lauf! Also im Forest, ja, aber... Ich glaube, er heißt Connor. Den würde ich jetzt mal so global galaktisch vermuten. So, hier ist irgendeine nette Siedlung. Irgendwelchen Typen. Kleiner Wagen. Oh, scheiße. Hier ist auch ein Wolf. Oh. Fuck, ey. Heftig. Krass. Also in der Stadt einen Wolf hatten wir jetzt auch noch nicht. Hammer. Weißt du was? Dann werden wir mal kurz gucken, wo ich überhaupt hin muss. Da ist das Ausrufezeichen. Wo ist denn das? Hauptmission Markierung setzen. Okay. Anscheinend. Warte mal. Ja, ich muss wohl auch im Grenzland bleiben. Muss ich echt so weit jetzt? 700 Meter. Ah, gut, okay, es wird weniger. Ja, aber trotzdem. Ey, ganz ehrlich, das ist schon so ein bisschen krass jetzt hier, ne? So vom Umherlaufen skillmäßig. Naja, es könnte schlimmer werden. So, Übrigens, sorry, wenn ab und zu jetzt zwischendurch mal Assassin's Creed sporadisch nicht rauskommt. Normalerweise ist ja mal Montag bis Freitag um 16 Uhr. Dann hat das einfach damit zu tun, dass ich dann keine Lust drauf habe. Und ich habe mir selber gesagt, bevor ich das aufnehme und ich habe keine Lust und man merkt das dann, weil dann lässt die Qualität ja auch nach. Also klar, wenn ich erst spiele und ich habe keinen Bock drauf, wenn ich dann sage, oh nö, jetzt muss ich wieder Assassin's Creed spielen, dann ist das nicht cool, dann ist das irgendwie Kacke und Kacke-Sachen mag ich nicht. Ne? Ich spiele auch nicht mit Kacke, also von daher, nein, machen wir das nicht. Und deshalb kommt das mal nicht raus. Normalerweise sage ich das eigentlich immer vorher. Dann kündige ich das ja an. Ne, kennt ihr ja, dass ich dann irgendwie bei Facebook oder so Bescheid sage. Manchmal allerdings schaffe ich das nicht unbedingt. Das liegt dann einfach daran, dass ich nicht keine Lust habe, euch das zu sagen, sondern einfach dann liegt es daran, dass ich keine Zeit hatte, das zu sagen. Also nicht, dass mir das einer krumm nimmt oder sowas. Ich weiß, ihr seid ja da ganz umgänglich. Ich kann mich auf euch ja immer verlassen. Muss ich sagen, ihr seid eine coole Community. Ja, beneidenswert. Manch anderer hätte gerne solche Leute wie euch. Aber ihr gehört jetzt zu uns. Und das ist eine Hütte. Eine verlassene Hütte anscheinend. So, ja, weiter. So weit ist es ja jetzt nicht mehr. Hauptsache, ich habe keinen Wolf mehr in der Nähe. Das wäre jetzt die Hauptsache. Oh, ein, Hirschkampf. Oh. Scheiße. Hammer. Echt krass. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Rennen wir einfach weiter. Irgendwann hören die schon auf, uns zu verfolgen. Also wir sehen, die Natur ist echt gefährlich, ja? So schön die Natur auch sein mag, so gefährlich ist sie auch. Oh, da drin ist es also.
Okay. Da ist eine Kiste. Okay. Ohne hier zu viel Alarm zu schlagen. Ja, genau, auf dem Boden. Finde ich jetzt eher nicht so gut, aber okay. Also zwischendurch gibt es anscheinend einmal geheime Verstecke. Wusste ich gar nicht mehr. So. Ach, da ist ja einer. Oh. The sacrifices your brothers have made today must not have been in vain. Now go! Bring the fight to our enemy! Make them rule the day they marched upon us! Okay, wer bist du denn? Bin mal gespannt. Connor, my friend. Ah, okay. You have arrived just in time to bear witness to our glorious victory. Okay. Where is Charles Lee? That baton. He shows up in the middle of our preparations and just takes charge. Okay. He claims that everyone to advance and then rise away. I am left to pick up the pieces. Scheiße. Where did they come from? Oh. Ja, ich wollte gerade sagen. We are falling back. Everyone to me. Now, now. I will hold the area while you bring them to safety. Scheiße. I grant you my finest soldiers to serve as your. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. They will not do to ensure you are victorious. Bonne chance, mon ami. Tja, dann gucken wir mal, ob wir das wirklich schaffen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. So. Ah, sehr gut. Okay. Das ist natürlich doof, dass die da einzeln sind, ne? So, das sind die. Naja, ich mache schon. Sehr gut. Ein Erfolg. Sehr schön. Die kommen mal näher, das ist ungut. Sehr schön. Ja, ich bemühe mich schon. Oh, das Nachladen dauert ein bisschen lange. Okay. Das ist Nummer 6. Jetzt nehmen wir den links davon. Genau. Und dann den rechts. Scheiße. Oh, das sind so viele, ey. Okay, gut. Optionalen Ziele haben wir. Da gehen immer mehr drauf, ey. Okay, das waren die. Wie viele es bitte sind, ey. Krass. Okay. Aber hier... Ja, keine Panik. Wir schaffen das. Wir müssen noch ganz schnell durchhalten, ne? Ja. Schon so ein bisschen heftig hier an der Stelle. Heieiei. Und irgendwie könnten die sich ein bisschen beeilen mit dem Nachladen. Da sind noch zwei übrig. Also der Commander scheint zu flüchten da. Der auf dem Pferd ist nämlich eben abgehauen. Liegt vielleicht daran, dass hier links kaum noch einer übrig ist. Also klar, da rücken jetzt neue nach, aber... Boah. Komm, machen wir den hier platt. Scheiße, ich hab nicht getroffen, ne? Boah, fuck. Mist, ey. So, jetzt aber. Ich glaube, wir könnten mal versuchen, den Typ mit dem Pferd zu erwischen. Vielleicht gibt es irgendwie Bonuspunkte oder sowas. Da hinten ist er doch. Haben wir ihn? Nein, scheiße. Weil es kann sein, dass dann vielleicht kein Nachschub mehr kommt, wenn wir den haben. Man könnte es zumindest versuchen, ne? Ich denke auch. Ja, los, komm schon, los. Schnell Kanone laden, dass wenn der Typ mit dem Pferd ankommt, wir den platt machen können. Habe ich ihn? Ja, den habe ich erwischt sogar. Yes! Okay, aber ich glaube, das reicht.
join the others and cover their escape. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist soweit in Ordnung. So. Scheiße, ey. Die armen Leute, ey. Das ist alles nur für die Freiheit. Was heißt Freiheit? Also letztendlich einfach nur, um die Tyrannei eines anderen zu beenden. Get back to the others. I will take care of them. Komm schon. Genau, so. Und den hier auch. Haben wir nicht wen gerettet. So, diesen entkommen, sehr schön. Weil ich kann das nicht zulassen, dass hier armen, unschuldigen Leute dann einfach hingerichtet werden, ja. Ach, Mann. Und so gerne würde ich noch viel mehr tun, aber es geht nicht. Scheiße. Yes, sehr schön. Und den nächsten. Oh, sehr gut. Das sah doch sogar richtig gut aus. War jetzt so viele am Stück. Schnieke, 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 schnieke. Ah, das sind die nächsten, die irgendwie hinrichten wollen. Den nächsten. Ach, sehr schön. Und dich auch noch. Das tut weh. Das tut weh. Wie viele wir schon gerettet haben mittlerweile, ne? Die eigentlich gar nicht mehr am Leben wären, wenn wir das nicht gemacht hätten. Oh, und hier sitzen sie alle. Sehr schön. Hat uns Mr. Lee ordentlich verarscht, ne? Und die fallen alle auf ihn rein. Ich verstehe das gar nicht. Von jeder weiß, dass er dagegen ist, gegen die Leute. Also sollten sie eigentlich. Well done, my friend. You have saved many lives today. Ja. Mr. Washington. Connor? Charles Lee has betrayed you. Ja. He forced retreat in the midst of battle, hoping the lost would take the lives. Richtig. And see you relieved of your command. What? I'm sure he will come and spin a tale saying that he was outnumbered or I was somehow to blame. All lies. I will say it one last time. That man is your enemy and he will not stop until you are dead or dishonored. Richtig. The tale rings true. Lee was acting most odd upon the battlefield. Tja, und der Typ hat keine Ahnung. Investigate these allegations at once. Oh, du Idiot, ey. Richtig. This must be done properly, else we're no better than those we oppose. Never mind the political ramifications of such an act. Oh, was für ein Schwachsinn. Bullshit, sag ich nur. Should you choose to spare Lee's life, then I will take it myself. Richtig. Enjoy your victory, Commander. It will be the last I deliver you. Ja, genau. Oh, da dreht man doch durch, oder? Da könnte man richtig rasend werden vor Wut. Aber was willst du machen, ne? Bleibt einem ja nichts anderes übrig. Ich freue mich schon auf den vierten Teil. Obwohl der auch irgendwann zwischendrin, also das werden wir dann storytechnisch erleben, er hat zwischendrin ziemlich viele Hänger, wo man echt sich so denkt, oh mein Gott, so künstlich in den Länge gezogen. Something's happened, Desmond. Oh, was denn? Abstergo has your dad. Oh, scheiße. Italy. Same place they were holding you. Scheiße. Let's go. There's more. Uh-oh. Was ist denn da? Oh nein, der da. Hello again, Mr. Miles. Oh, ich hasse dich. Message finds you well, or as well as it can, all things considered. Scheiße. It appears we now each have something the other desires. I propose a trade. Bring me the apple, and I'll return your father to you no worse for the wear.
Should you refuse, he will still be returned, albeit much worse for the wear. Oh, scheiße. I'd like to avoid an unpleasant outcome. Boah, nee, ne? I always knew it would come to this. Just not so soon. I wonder if Abstergo even knows what's about to happen. And has this been a part of their plan all along? Maybe they want the world to end. Ich glaube schon. All burned away. Then they'd have their new world, ripe for the reshaping. We talked about looking for another power source, leaving him there. It's probably what he'd want, for us to finish the mission. Mm-hmm. I can't. It's hard enough taking a life, but letting one be taken? Knowing there was something I could do about it? Not a chance. Might be I'm risking my life, risking all our lives to save an asshole. What else am I supposed to do? That asshole is my dad. Tja, schon krass, ne? They're probably holding your father on the upper level. At least they kept you. Total unauffällig. There's an elevator bank down the hall. Ja, vor allem mit der Klinge da am Arm. Mega unauffällig. Warum hat das nicht unter seinem Pullover? Ich glaube, man weiß schon, wer wir sind. Tja, aber das werden wir beim nächsten Mal machen. An dieser Stelle möchte ich gerne einen Break machen. Und dann werden wir nächstes Mal hier weiter fortfahren. In diesem Sinne, bis dahin, euer